Einen wunderschönen Sonntag. Willkommen zurück. Poly Bridge 1 und Poly Bridge 2. Déjà-vu-Kampagne Level 7.1, die Trapdoors. Ich habe euch beim letzten Mal ja mit einer Möglichkeit verlassen, die hier dieses ähnliche Prinzip wie unten mithilfe der Kabel auch oben angesetzt werden wollte. Ich habe dann hier sehr lange rumprobiert. Ich habe hier hinten die Teile verlängert, in der Hoffnung, dass das Gegengewicht hier auf dem Taxi liegen bleibt, sodass eben die Strecke quasi erhalten bleibt, wie ich sie gerne hätte. Problem ist nur, das hat nicht funktioniert. Es hat zwar gehalten, aber entweder war es so, dass die Straße hier knapp drüber gehangen hat, oder wenn ich die Straße weit genug runter bekommen habe, war das Problem, dass kein Gegengewicht vorhanden war. Sobald das Auto draufgekommen ist, ist die Brücke einfach umgeklappt. Also habe ich nach einer Stunde, eineinhalb Stunden lang rumprobieren, ein anderes Konzept überlegt. Und zwar eins, wo ich schon viel früher hätte draufkommen müssen, dass wir hier die Straße möglichst lange machen, logischerweise, damit der Ausstieg einfacher ist für das arme Taxi. Hier drüben mit einer durchgezogenen Linie halte, wodurch das Taxi automatisch im Prinzip dafür sorgt, dass die Brücke hier den richtigen Winkel hält. Das heißt, wenn die Brücke so ist, hält das Taxi das genau in der Waagschale. Problem war dann immer noch das Gewichtsproblem. Zwar hat es gehalten, aber sobald natürlich hier vorne ein Taxi draufkommt mit 6, 7,5 PG, haut das automatisch die Brücke nach links runter, rechts hoch, und das Taxi kommt nicht durch, fährt gegen die Wand. Also habe ich hier drüben ganz viele schwere Straßen angebracht, die das Ganze ausgleichen sollen, und hier unten einen kleinen Stopper gemacht, weil wenn ich hier hinten das Gewicht natürlich erhöhe, kippt die gesamte Brücke direkt über, schlägt über und geht kaputt. So, jetzt sehen wir hier, die Stopper halten es erstmal so fest, damit alles gut ist. Wagen 1, alles beim Alten, funktioniert. Wagen 2 fährt jetzt vor, drückt dadurch seine Straße nach oben, die Brücke andererseits nach unten, und zwar so, dass der Winkel hier gut passt. Die Übergabe ist da. Jetzt kommt das Taxi schon mal drauf, aber hier haben wir das Problem, was ich meinte, das Gewicht des Taxis ist einfach viel zu hoch. Durch immer wieder Hinzufügen anderer Straßen, der schwächeren Straßen, der stärkeren und damit schwereren Straßen, Verlängern der Straßen, kommt es allerdings, dass rechts gerade genug Gewicht da ist, um gegen das Taxi anzukämpfen, sodass es sich langsam hochkämpfen kann. Die Waage ist fast ausgeglichen. Komm, zieh, mein Junge, zieh. Jetzt kommt er weiter nach rechts. Jetzt ist nur noch die Frage, geht das Ding hier unten kaputt beim Aufprall, wenn urplötzlich das Gewicht fehlt? Ich hoffe nicht. Nein. Level 7.1, Trapdoors im Budget, ohne Bruch. Gebt mir dieses Level auf dem Sack. Meine Fresse. In Ordnung, wir gucken mal ganz kurz hier in die Lösungen nach Budget rein. Mich interessiert die günstigste. 12.000. Ach, Bacon Pancakes. Das ist sicherlich eine Falling Road, weil er wurde darüber geschleudert und quart jetzt langsam aber sicher Richtung Ziellinie. Dann ist es hier der Mechanismus, er fährt durch, drückt das Ding hoch, ähnlich wie ich es gemacht habe, nur sehr viel eleganter natürlich, wie man hier sieht. Fährt durch, schiebt um, und das ist das Timing einfach perfekt. Ja, so kann man es auch machen. Das ist ein ganz anderes Level, ich weiß nicht, warum das hier abgespeichert wird. Hier sehen wir... Oh, das ist natürlich sehr viel eleganter. Sehr viel einfacher. Direkt von oben runterfallen lassen. Berexis. Oh, hasse ich mich. Oh, hasse ich mich, dass ich nicht auf so eine Lösung gekommen bin. Am Anfang die Brücken machen lassen. Wow. Ja, da Chapeau, mehr kann man nicht sagen. Es gibt so viele weitere coole Lösungen. Der hat hier eine Mischung aus beiden gemacht. Berix ist nochmal.
eine Mischung aus seiner Lösung da oben und aus einer normalen Klappe. Sehr cool. Haben wir irgendwas richtig Kompliziertes hier hinten? Smithy. Klappt da um. Das sind so Mechanismen, die verstehe ich nicht. Ich würde gern ranzoomen, aber er berührt irgendwas. Da ist so eine Art Schalter durch eine kleine Straße. Das ist einfach nur grandios. Naja, das Level geschafft. Damit bleibt jetzt nur noch ein Level übrig. Ein einziges. The Two Towers. The Two Towers. Wir waren ja hier drüben schon so ein bisschen am Arbeiten, am Bauen. Leider nicht so erfolgreich, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil natürlich immer noch nicht das Level irgendwie gelöst wurde. Und die Frage ist, wie bekomme ich jetzt hier drüben die Mechaniken? Ich habe nur mal kurz drüber nachgedacht. Was heißt, ich habe nur kurz? Ich habe nur mal drüber nachgedacht. Dachte ja, okay, wenn die Hydraulikphasen passen, so wie sie hier sind, einfach hier rechts das mit dem Fallen hinbekommen. Links mit einer Hydraulik erst hochziehen, festmachen, runterziehen. Dafür brauche ich allerdings 4 Hydrauliken. Ich habe nur 3. Aber dann wäre es einfach gewesen. Und das Spiel mag es nicht einfach. Warum auch? Es wäre ja dann offensichtlich zu einfach, wenn man so will. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen überlegen, wie der Mechanismus hier aussehen muss. Also feststeht, wir brauchen hier die Straßen. Das ist offensichtlich und wir haben hier Split Joints. Das ist auch klar, genauso wie wir hier welche haben. Das ist ja alles ganz, ganz offensichtlich. Wir brauchen außerdem im Prinzip ein analoges Teil hier oben, was das Ganze kopiert, weil dann in der ersten Hydraulikphase, wie schon beim letzten Mal erwähnt, entweder mein Halter hochgeht, hier festmacht, um im zweiten Schritt die Straße nachzuziehen, oder zuerst die Straße hierher gezogen wird und dann die Hydraulik dafür sorgt, dass der restliche Teil nach oben geht. Also eins von beiden ist immer der Fall. Damit man solche Bewegungen hinbekommt, so Überladungen, nenne ich es mal, braucht man Parallelogramme, weil wenn ich hier ein Parallelogramm habe und das hier hinten weitermache und so, wenn das jetzt ordentlich aufgereiht wäre, kann ich hier hinten durch eine Bewegung hier oben eine Bewegung erzeugen. Das ist natürlich das, was ich im Prinzip will, weil hier mit einer Hydraulik 2 Teile gleichzeitig bewegt werden müssen. Können. Bewegt werden können müssen. Das ist ein schwerer Satz. Deutsch ist schwer. Die Frage ist nur, wie geht das? Die Frage ist nur, wie geht das? Ich denke über die Mittelpunkte hier. Das macht das Sinn durch die Mittelpunkte? Ja, nee. Also wenn, dann von dem rechten zu dem ganz links und von dem Eckpunkt zu dem. Ich weiß es nicht. Sollte ich vielleicht erst hier rechts diesen Trick versuchen? Wobei, wenn ich wirklich diese Hydraulikgeschichte hinbekomme, kann ich es kopieren, dann ist auch alles gut. Die Frage ist die Bewegung der Hydraulik. Problem dabei ist ja auch, es muss so funktionieren, dass eine 2 Meter Bewegung, weil mehr kann die Hydraulik nicht machen, also sie kann maximal 2 Meter einziehen. Aus der 2 Meter Bewegung muss eine 4 Meter Bewegung werden, weil ich einen 4 Meter Höhenunterschied hinter mich zu bringen habe und ich nur 3 statt 4 Hydrauliken habe. Sonst wäre das Ganze simpel. Oder simpler, sagen wir es mal so. Nur wie funktioniert die Übergabe oder die Bearbeitung dieses Ganzen? Also feststeht, wir werden auf jeden Fall Ankerpunkte noch und nöcher brauchen. Deswegen denke ich, machen wir uns hier so relativ erstmal mittig. Ein paar Punkte. Die Frage ist, ob ich die gesamt verbinden soll oder ob ich das lasse.
Und wir machen erstmal so viele Ankerpunkte wie möglich, in Anführungszeichen. Und anschließend können wir immer noch gucken, inwiefern das Sinn macht oder auch nicht. Ja, denk schon. Es gibt mir einfach die Möglichkeit, dass ich mehrere Ankerpunkte habe. So. Ich muss halt aufpassen. Ich darf maximal 50.000 für eine Seite ausgeben, weil wenn ich das kopieren möchte, maximal 50.000 auf eine heißt 100.000 insgesamt, logischerweise. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Ich will, ne, 1 und 2 geht nur getrennt. Dann machen wir es so. Jetzt muss ich hier Verbindungen zueinander erstellen. Wichtig wird sein, wo bringe ich die Verbindungen an? Und es müssen Parallelogramme sein. Also brauche ich... Ich brauche auf jeden Fall auch einen Arm. Ja, ein Arm. Reicht ein Arm? Ja, ein Arm reicht. Der Arm muss mit einer Brücke verbunden sein, während die Hydraulik mit dem Arm und mit dem Gerüst verbunden ist, sodass die sich gegenseitig bearbeiten. Und dann muss eigentlich nur noch... Gerüst mit Gerüst verbunden, also Gerüst mit Stabilisierung verbunden sein. Das heißt, wenn wir den hier hin machen, den hierhin spiegeln, heißt das, ich brauche hier einen Verbindungspunkt. Macht der direkt so und so Sinn? Das werden wir sehen. Okay. Jetzt haben wir hier die Verbindung zwischen den beiden Teilen. Jetzt brauche ich einen Punkt, an dem die Hydraulik mit einem Arm verbunden ist. Dann geht es darum, wo verbinde ich den Arm mit der Hydraulik? Ich glaube, am besten ist natürlich der Arm mittig, weil dann habe ich große Fläche. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so groß, auch wenn es mir nicht gefällt. Wir haben relativ viel Geld schon ausgegeben. Ich muss noch mal gucken mit dem Sparen eventuell später. Wobei, die kann ich natürlich auch dünner machen, oder? So. Hierüber ist das verbunden. Die Hydraulik muss auf jeden Fall vom Arm mit dem Punkt hier oben verbunden sein. Nehmen wir mit der, wahrscheinlich am weitesten ist. Ja, der ist auf jeden Fall länger als die hier. Vielleicht müssen wir den notfalls hier noch ein bisschen höher ziehen oder so. Da können wir mal gucken. Was würde denn jetzt passieren? Wir lösen mal nur unten und lassen einziehen. Das heißt, er müsste den hochziehen. Straße habe ich hier aktuell nicht mehr. Müssen wir mal ganz kurz hier noch schnell einfügen. Ignorieren wir gerade mal geldtechnisch. Oh. Moment. Ist egal, wenn das runterfällt, weil eh Hydraulikphasen sind. So. Bringt das die Bewegung, die ich gerne hätte? Idee ist jetzt, dass die Hydraulik das hier komplett, den gesamten unteren Teil hochzieht, damit er hier einrastet. Anschließend dann, da muss ich die Ankerpunkte noch, die Splitjoints noch richtig einstellen, die Hydraulik wieder ausfährt und das aktuell obere Teil hochschiebt. Er versucht es wenigstens.
Aber es reißt. Der hält das nicht aus. Okay. Die Verbindung direkt mit dem Punkt hier ist sogar selten dämlich, weil der natürlich automatisch hier hingezogen werden würde. Das heißt, dieses Ding passt nie. Das heißt, ich brauche hier einen anderen Punkt für. Der Punkt, mein Bewegungspunkt, muss weiter hinten sein. Und auch mit dem hier verbunden. Weil natürlich die Bewegung des Armes... Also muss hier doch eigentlich eine Verbindung sein. Die Bewegung des Armes muss natürlich auch hier dieses Objekt, dieses Parallelogramm in Bewegung bringen, weil anders bekomme ich niemals das Teil nach oben. Das heißt, da muss eine Verbindung zwischen bestehen. Ah, wir bekommen eine Bewegung hin. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Frage ist... Ich glaube, es wird reißen, wenn es parallel zu irgendwas ist. Ja. Das da... Als das hier parallel wurde mit dem... Oder hier oben dem. Das heißt, wir schieben das mal nach unten. Wie ist es, wenn ich weiter unten hin mache? Dann verzögere ich natürlich das Parallelauftreten. Der Druck sieht super aus. Oh, das sieht sensationell aus. Ich überschieße es, okay. Wir verkürzen es, 45. Das ist überraschend gut. Die Theorie funktioniert. Jetzt geht es darum, die richtigen Sachen hier zu machen. Ich habe da oben, hier habe ich Angst, dass sie einfach runterbricht, weil sie nicht richtig einloggt. Aber wir gucken mal. Der überschießt das immer noch deutlich. Auf 30. Okay, 30 ist zu... Und da ist das... Na gut, er konnte nicht einrasten. 35. Geht 40. Okay, zwischen 35 und... Okay, ich war bei 41. Gehen wir auf 38. Oh. 39. Das Problem, was ich immer noch theoretisch habe, ist, wenn er da einrasten sollte, woher weiß er, dass jetzt das andere Teil auflösen soll und nicht das, was gerade reingegangen ist? Okay, es weiß, dass es nicht einrasten soll. Ist es das? Halt durch, Junge, halt durch. Halt durch, Junge. Geh ran, komm schon. Geh ran. Wenn du jetzt einhakst, ist es geschafft.
Wenn du jetzt einhakst, ist es geschafft. Eventuell Geld sparen, damit ich die Kopie hinbekomme. Yes! Hier unten bessere Straßen reinmachen, glaube ich. Ah, nee, die Belastung scheint okay zu sein. Das Ding kopieren, spiegeln. Und dann hab ich's. Und es ist gerade noch so im Geldbereich. Unglaublich. Ich muss es vertikal spiegeln. Weil das Ding muss sich nach unten bewegen. Es fährt ein, das heißt, es müsste jetzt von da runterziehen. Denke ich. Theoretisch. Hoffe ich. Okay. Im ersten Schritt löst ihr euch nicht, weil der runterkommen soll. Im zweiten Schritt löst sich das, der fährt wieder aus, weil der eingerastet ist, wodurch der hier hingeht. Im dritten Schritt löst sich das obere nicht, weil er einziehen soll. Und dann ist es im vierten im Prinzip egal, weil er dann fährt. Also löst ihr euch da auch nicht. Ne, ihr müsst offen bleiben. Sonst kommt das Ding nicht rein. Hier drüben... Er zieht ein in B. Er fährt aus in C. Er soll hier nicht offen sein, weil wenn der offen ist, fällt das Ding runter. Genau. Das könnte theoretisch funktionieren. Wir gucken uns das an. Jawohl, die fahren dahin, wo sie sollen. Ich hoffe, dass das gespiegelt perfekt passt. Da hat die Straße nachgegeben. Das heißt, wir müssen hier eine bessere Straße machen. Dann machen wir sie hier auch gleich hin. Problem ist, hier drüben hat er nicht gegriffen, wie er soll. Warum nicht? Weil der hier offen war. Ah, so glaube ich, gebe ich das an, dass der in dem Teil hier zu sein soll und nicht fällt. Das heißt, in dem Punkt, ne, da müsste es dann egal sein, oder? Ja. Nein! Ich will gucken, ob... Okay, also, zum einen hat hier drüben das nicht gestimmt, weil ihr hier offen sein müsst, damit er reingehen kann. Und... Oh mein Gott, ist das kompliziert. Ihr seid zu. Du gehst auf, damit du hoch kannst. Du bist in C zu, weil du dann hier bist. Der geht auf und der geht auf, weil er hier hoch geht. Dann ist Straße in D, Rahmen in G. So, in dem Punkt, im dritten Schritt, musst du hier oben zu sein. Nein, du nicht, sondern du musst zu sein. Weil er hier hoch geht. Dann im nächsten Schritt. Oh, das ist jetzt Theorie. Entschuldigung, dass die Folge zu lang wird, aber ich würde jetzt gern wirklich dieses Ding hier abschließen. Dann ist es halt die finale Episode der Déjà-vu-Kampagne. Von daher macht das auch Sinn, wenn sie länger ist. Also du fährst hoch. Hier. Du fährst hoch, bist offen, du bleibst zu. Dann musst du geöffnet werden, du bleibst zu. Hier oben muss offen sein, weil der Rahmen hochgeht. Im nächsten Schritt
muss die Straße sich öffnen. Hier oben, das bleibt zu, wo der... Ne, ihr geht auf, weil da das Ding hin muss. Ich hoffe, das haut hin. Wichtig ist hier drüben jetzt. Die hier einfach mal reinziehen. Damit das hier nicht aufschlägt. Eventuell muss ich sie auch verändern. Wir gucken mal, ob das jetzt einigermaßen hinhaut in der Theorie. Ich habe das Falsche eingezogen. Du musst eingezogen. Oh, aber wenn ich dich einziehe... Ja, links ist egal, rechts ist schlimm. Weil er so rumzieht, oder? Nee, er zieht so rum. Also hätte ich links einziehen müssen. Nee, das ist okay so. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich das Teil aber hier gegenknallen. Also muss ich den hier verändern. Was heißt, ich muss es nochmal an der anderen Achse drehen. Damit die Straße dann kein Problem hat. Nein. Aber rechts, links funktioniert's. Nein! Ihr seid zu. Also, ihr seid zu. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch spiegeln. Ihr seid zu. Ihr seid zu. In F seid ihr zu, aber ihr auf. Komm schon jetzt. Komm schon. Ich hasse diese Theorie dahinter. Ich bekomme die nie auf Anhieb hin. Okay, das sieht gut aus. Jetzt kommt's drauf an. Es fällt nicht direkt in den Graben. Das Ding kommt runter. Ich habe Sorgen, dass das Teil hierauf aufprallt und dann es mir kaputt geht. Aber es müsste gerade so hinhauen, hoffe ich. Komm schon. Nicht aufhängen. Du bist doch ein... Komm schon jetzt. Nochmal gespiegelt. Wehe, du machst jetzt so einen Unsinn. Ja? Jetzt brichst du da auf. Jetzt brichst du da auf. Aber wenn ich dich verändere... wie weit war das jetzt? 3? 1, 2, 3. Dann muss ich dich auch verändern. 1, 2, 3. Nein, es klappt das wieder nicht. Oh Mann. Kann ich es einfach andersrum machen? Kann ich es so rum machen? Klappt das dann trotzdem? So rum müsste es funktionieren, wenn ich nicht auf Einfahren, sondern auf Ausfahren gehe bei 39%. Dann macht er dasselbe Prinzip nur andersrum, oder? Ich hasse dieses Zeug. Also, wenn er ausfährt, heißt das, du musst weg. Der fährt aus, er fährt ihn hier runter. Im nächsten Schritt heißt das, du gehst raus, du bleibst drinne. Das ist korrekt. So, und dann im nächsten Schritt muss ich das hier lösen, hier runtergehen, weil dann ist das hier hier, das muss da runter. Und dann muss das hier fest sein. Wir müssen es testen. Ich war so nah dran. Ich war gefühlt so nah dran. Was aber Sinn macht, wenn ich hier auf Ausfahren gehe, geht das natürlich nach da. Ich hasse das gerade, dass ich das nicht in meinen Kopf bekomme, wie ich das lösen soll. 50% sind erledigt. Jetzt muss ich das hier hinkriegen. Wichtig ist, im Prinzip
die Punkte hier weiter reinzubekommen. Was heißt, wenn ich den hier 1, 2 nach innen bringe, hier mit parallel setze, muss ich ihn hier 1, 2 nach rüber bringen. Reicht das schon? Ich hoffe, das... Natürlich stimmt jetzt gar nichts mehr. Es tut mir so leid, dass diese Episode so extrem lang wird. Ich spiegel einfach das, was hier ist. Nur halt auf den Kopf gedreht. Was heißt, hier muss zu sein, da muss offen sein. Ich teste das einfach jetzt so aus. So. Man sollte auf beiden Seiten dasselbe machen. Jetzt aber, komm schon, bitte. Bitte endlich, komm schon. Der fährt rein. So, der fährt aus. Das läuft. Ich weiß nicht, warum hier das Ding durch die Wand gehen darf und da nicht. Aber ich denke, jetzt habe ich es, weil der Punkt weit genug innen ist. Das ist es. Nein! Im letzten Schritt keine Hydrauliken mehr machen. Es war schon erreicht. Ich bin zu blöd, um sowas zu beachten. Komm schon jetzt. Der läuft. Der fährt rein. Der fährt aus, damit er schon mal anhaken kann für später. Autos fahren. Straße wird nachgezogen. Alles bleibt, wie es ist. Autos fährt. Ich weiß nicht, warum da die Ding runtergeht. Ihr bleibt fest, denke ich. Jetzt. Ja. The Two Towers abgeschlossen. Déjà-vu-Kampagne. Offiziell beendet. Mann, hat das lang gedauert. Viel zu lange. Ich bin froh, dass ich mir offscreen Gedanken gemacht habe zu dem Level. Wir gucken ganz kurz in die günstig. Das ist gecheatet. Das ist gecheatet. Okay, hier. Kareki. Oh Mann. Auf sowas komme ich nicht. Das ist viel zu einfach für mich. Das ist aber cool. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Richtig schönes Ding. Und dann greift der um. Ah, das ist so cool. Hier haben wir einen großen Aufzug von Berixis. Einen großen Aufzug. Das ist natürlich hier, wie er da so hin und her wackelt und dadurch hinkommt. Richtig cool. Haben wir jetzt irgendwas über krass ingeniertes? 99.000 von Allison. Der greift um, der fährt rüber. Da sieht man, wie viel da umklickt. Das ist unglaublich. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Überhaupt, dass ihr bei der Déjà-vu-Kampagne dabei seid. Dabei wart, vielmehr. Ich habe ja, wenn ihr das Video seht, bereits eine Umfrage gemacht oder einen Post gemacht, einen Community-Post mit Vorschlägen, was wir denn als nächste Kampagne machen können. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es jetzt noch nicht, weil ich schon, ich glaube, 4 Wochen vorher aufgenommen habe. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.